Hallo Leute, willkommen bei Wildpflanzen TV und ja, in dem Video einfach ein kleines Update zu den Zimmergewächshäusern. Ich habe da gestern verschiedene Modelle bepflanzt und da gibt es doch eine kleine Überraschung. Schauen wir uns das mal näher an. Und zwar diese Recycle-Packung hier, also dieses Gewächshaus eigentlich aus Abfall, macht sich am allerbesten. Das Ganze steht jetzt hier auf der Heizung, es ist recht warm. Und ihr seht, hier oben haben sich schon Tröpfchen gebildet, Kondenswasser. Und es kann dann auch schön abregnen. Hier drin ist dann ein ganz besonderes Klima, also wie in einem Treibhaus. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass hier drin das auf jeden Fall schön keimen wird. Ja, hier sind die Eierschalen, habe ich jetzt nicht abgedeckt. Hat den Nachteil, muss ich immer wieder gießen. Hier oben die Erde trocknet doch ganz schön schnell an wieder. Hier ist also das gekaufte Zimmergewächshaus, das Profi-Modell in Anführungszeichen. Und da sieht das Ganze so aus. Lasst euch nicht täuschen durch die Tropfen. Meine Tochter hat vorhin gegossen. Was sich jetzt hier ein bisschen gebildet hat an Kondenswasser, ist hier der feine Nebel. Da drin herrscht also auch so eine Art kleines Mikroklima. Gut, das steht jetzt nicht auf der Heizung drauf, deswegen kann es nicht so einen starken Treibhauseffekt geben, aber doch immerhin bringt der Deckel auf jeden Fall was. Und hier drin, die Töpfchen sind noch alle feucht. Bis zur Keimung wird es auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern und dann ja, bekommt ihr auf jeden Fall wieder ein Update, wie es da aussieht. Jo, und wenn man schon einmal bei den Pflanzen anfängt, dann kommt schon das Nächste. Und zwar sehe ich gerade, dass unsere Zimmerpflanze hier ziemlich viele Triebe hat. Vielleicht habt ihr auch so eine Pflanze. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr ganz leicht diese Pflanze hier ja, richtig multiplizieren könnt, sodass ihr ganz, ganz viele kleine Pflanzen von so einer großen Pflanze bekommt, die ihr dann schön weiter verschenken könnt oder behalten könnt. Also eigentlich, was ihr machen müsst, einfach diese Triebe hier abzwicken. Das geht schon mit dem Nagel, kann man so leicht abbrechen. Hier diesen Trieb auch. Und dann nehme ich noch den großen hier an der Seite, der sieht auch sehr schön aus. Einfach so abzwicken. Dann braucht ihr ein Glas Wasser. Dann braucht ihr einfach nur noch die Pflänzchen hier ins Wasser reinzulegen und zu warten, bis sich dort kleine Wurzeln bilden. Und dann kann man diese Pflanze auch in die Erde setzen, in kleine Töpfchen. Und ein wenig später sieht das Ganze dann so aus. Und das Tolle ist, diese Pflanze bildet auch schon wieder neue Pflanzen. Also die vermehrt sich unheimlich schnell und sieht dennoch schön aus, wenn das hier so runterhängt. So, und jetzt mache ich mich ans nächste Video. Und zwar wurde mir die Frage gestellt, ob ich nicht ein Pflanzenbuch empfehlen kann. Hier in meinem Schrank sind etliche Pflanzenbücher, werde ich euch jetzt gleich im nächsten Video vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Natur, bei euch zu Hause oder im Garten oder im Wald. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssle! Lesen bildet und deswegen möchte ich in diesem Video 1 bis 2 Kräuterbücher empfehlen. Bei mir war das so, meine erste Pflanze, die ich kennengelernt habe, war genau der Huflattich als Kind. Da habe ich das Buch US Army Survival Handbuch geschenkt bekommen und habe mir noch die Pflanzen rausgesucht.